Jürgen Klopp. Kloppo. Unser Jürgen Klopp. Ein roter Bulle. Habt ihr auch den ganzen Mittwoch lang geweint? Nein, das ist nicht mehr mein Fußball. Bekenntnisse eines Fußballromantikers. Jürgen Klopp. Ich weiß noch genau, wie alles angefangen hat. In Mainz. Ich meine, die hatten ja gar nichts damals. Nichts. Nur Karneval. Und dann ist Jürgen Klopp gekommen. Und der Fußball. Vorher haben die gar nicht gewusst, was Fußball ist. Und dann Dortmund, wie er nach der Schicht zu den Ascheplätzen der Stadt gegangen ist, um nach jungen Talenten zu forschen, die mit purer Willenskraft zweimal hintereinander den Millionären des FC Bayern den Titel weggeschnappt haben. Ja, so war das. Und Liverpool, Anfield Road, wie er das Wappen des Clubs berührt hat und seine Hand so lange auf dem Wappen gelassen hat, bis sich die Kapillaren in seinen Fingerspitzen geöffnet hat und sich die Seele des Clubs in ihm manifestiert hat. Ja, Jürgen Klopp war ein Heiliger. Und jetzt das? Vom Paulus zum Saulus? Und wir? Wir stehen jetzt da mit den ganzen Sachen, die wir uns wegen ihm gekauft haben. Der Opel, der Rasierapparat von Philips, irgendwas von Mediamarkt, Warsteiner haben wir getrunken und dann Erdinger. Wir sind zur Raiffeisenbank gewechselt und wenn wir Geld übrig gehabt hätten, dann hätten wir das bei der Deutschen Vermögensberatung angelegt. Und jetzt sollen wir Red Bull trinken? Ich meine, Erdinger war ja schon schlimm genug, aber da ist wenigstens nur um Bier gegangen und nicht um die Zukunft des Fußballs. Nein, das ist nicht mehr mein Fußball.